Leute, hier spricht euer Mimoschmar und heute gibt's was zu verlosen. Adventskalender 20. Mit dabei ist Sentinel! Gesponsert bei KC Studio. Link in der Beschreibung. Das ist ein ganz seltener Link, also klickt darauf. Und zwar, Leute, gibt es heute 5 Pakete zum Verlosen und die präsentieren wir euch genau jetzt. Also, zu Paket Nummer 1 habe ich euch, also ganz klassisch, SEO-Bände Teil 1 und 2. Und was ihr dafür machen müsst, ihr müsst einfach in den Kommentar schreiben, Hashtag Paket 1. Aber bitte vergiss nicht den Hashtag. Paket 1, alles reingeschrieben. Hier noch ein kleiner Einblick. Wow. Prinzessin Stella, eine hochbegabte Ausnahmetalent und die Nummer 1 an der Hakun-Akademie. Eine der Schule für übernatürliche, begabte Menschen. Da muss es doch ein Scherz sein, dass sie ausgerechnet Iki, der größte Loser, als Zimmergenossen hat. Sie fordert ihn darauf zu einem Duell ein und ob Iki wirklich ein Loser ist, wie alle in der Schule behaupten, seht ihr einfach selbst. Ihr habt nicht genug, also habe ich euch hier noch 3 Sachen hier. Band 1 bis 3, A Chivalry of a Failed Knight, Backwards. Doch, das ist A Chivalry of a Failed Knight. Was ihr dafür machen müsst? Naja, Paket 2 zu schreiben. Hashtag Paket 2. Und... SAO, wer kennt's nicht? Ein Anime-VR-Anime-Videospiel-Game, in dem der Protagonist mit paar anderen unwichtigen Leute in der VR-Welt gefangen sind. Versucht Kirito auf ganz romantisch die Welt wieder zu verlassen, aber um das zu schaffen, muss er durch die ganzen Dungeons vorbeigehen und dabei trifft er noch seine Waifu, Asuna. Wie es weitergeht, erzähle ich euch nicht. Jetzt hat euch noch die lieben Seltener auch was zu verlosen. Und was ich euch zu verlosen habe, ist natürlich auch ein Buch, weil ich pleite bin und ich nur ein Buch leisten kann, ist das erste Band von One Piece. Was ihr natürlich in den Kommentaren schreiben müsst, ratet mal. Genau, Hashtag Paket 3 und Hashtag Seltener Love. Für dieses geile Büchchen. Und hier ein kleiner Einblick. In One Piece geht es darum, dass ein kleiner Junge namens Ruffy eine Teufelsfrucht gegessen hat. Der Name der Teufelsfrucht ist Gungumfrucht. Dadurch ist sein ganzer Körper aus Gummi geworden und er hat eine Kraft bekommen, dass sein ganzer Körper elastisch wurde. Mit 17 verlässt er sein Dorf und geht auf Abenteuer. Mit anderen Piraten ist er auf der Suche nach dem legendären Schatz von One Piece. Als nächstes Paket haben wir von Figuya bekommen ein Hatsunomiku-Mappe. Aber das ist nicht alles zu Paket 4. Zu Paket 4 bekommt ihr noch ein Probierpaket von Ochate. Leg ich hier. Ja, das könnt ihr haben. Ja, und ich hoffe, ihr genießt euren schönen Weihnachten und auf jeden Fall bei Sender vorbeigucken und natürlich bei die ganzen Sponsoren. Link in der Beschreibung. Und wir sehen uns beim nächsten Türchen. Und natürlich den morgigen Türchen auch noch vorbei abchecken. Link in der Beschreibung. Und ciao. Und für das 5. Paket müsst ihr mir auf Twitter folgen. Ich verlose heute Abend um 22 Uhr noch 5 Steam Keys. Einfach abchecken. Link in der Beschreibung. Und ciao!